Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Matt Gurago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 2 und auf dem Weg zur Bushaltestelle, weil damit kommen wir am schnellsten zurück ins Zentrum, ohne dass wir zu viel Stress haben. Und wir mögen uns die Abzweigung kriegen, und zwar diese hier. Zum Glück fährt ja keine Eisenbahn mehr, da braucht man nicht so drauf achten. So. Schöne Straße, eine mal weniger Staub, aber immer ein Prozent Staub. So. Immer Blick auf das Navi halten, nicht, dass es irgendwann anfängt zu blinken und wir damit einen Diamanten verpassen. Naja. Wow, bisschen überraschend von euch. Schade, ich hätte gedacht, ich erwischt ihn noch richtig und ramme ins Auto, aber da hat es halt doch nicht mehr gereicht. Interessant, dass sie aber außerhalb des Fahrzeugs waren. Boah, sonst hier wenig los hier in der Gegend. Eine Seite Wüste, andere Seite Berge. Und komisch freischwebende Baumkronen da oben. So. Da ist Heimann nur. Nur wenn wir den richtigen Bus finden, der Richtung Zentrum fährt, der ist nicht. Der hier ist es. Genau. Meine Hoffnung ist, dass wir ja im Zentrum jetzt in Mission. Bei der ersten Karte war es eine Mission von dem Pfarrer aus der Kirche. Ich glaube, hier war das, glaube ich, der Arzt. Da müssen wir dringend hin und wir brauchen nicht Malaria-Medikamente. Sonst sieht es ganz schnell ganz schlecht aus mit der Gesundheit. Und die Malaria rafft uns nieder. Okay. Die Missionen sind ja gar nicht so schwer. Da heißt es ja einfach nur, nö, wir speichern nicht. Heißt es ja eigentlich nur, dass wir die Lager befreien. So. Ja, gibt's aber auch keine Mission. Ah doch. Das täuscht. Es sah so aus, als wäre da nur eine Mission, aber der zeigt noch eine Sammelmarke an. Wir sind noch gar nicht im passenden Gebiet drinnen. Ah ja, hier war ja noch, hier blinkt ja auch noch ein Diamantenkörperchen. Und anhalten. Genau, zum Widerstand, da will ich jetzt hin. Muss ich dir echt die Regeln erklären? Nein, musst du nicht. Immer das Gleiche hier. Interessant, wo die alle hingehören. Ginger in der Moon Lounge in Frankfurt. Sehr schön. Tiffany Z im White Lotus an der Chaos Sun Road. Das ist ein Prachtwort. Margarita. Die reden jetzt, ja. Tina aus dem Rail in Toronto. Mein absoluter Favorit. Dienstags macht sie diese Show mit Tischtennis-Bang. Solche Shows kenne ich. So eine garantiert nicht. Naja, egal. Wir versuchen einmal hier noch hier rein zum Doktor zu gehen und hoffen, dass er jetzt eine Aufgabe hat. Sie werden bald Medikamente brauchen. Leider hat die Klinik keine mehr. Gehen Sie zur Eisenwarenhandlung nordwestlich der Timoko-Mine. Sehen Sie auf Ihrer Karte nach. Mein Kollege besorgt Ihnen die Medizin. Falls Sie diese Reisedokumente bei sich haben, auf die wartet er nämlich. Okay. Ihre Hilfe alles wird klar. Belohnt werden. Aber es soll dort sehr gefährlich sein. Ich empfehle höchste Vorsicht. Ja, höchste Vorsicht ist mein zweiter Vorname. So, jetzt will ich auch höchst vorsichtig und gucke mal. Ob ich jetzt auch. Ich habe eine Vermutung. Nicht umsonst steht hier eine Leiter rum. Wo warst du denn bloß? Ich hab noch eine ganze Flasche. Okay, hier ist nichts. Wolltest du keine Kebabs mitbringen? Endlich gekonnt, ja. Die restliche Scheiße auch gleich. Alles klar, fertig. Okay, machen wir mal weg hier. Aua. Da ist das Köfferchen.
War doch nicht so einfach zu erreichen. Und die Leiter war doch nicht ganz sinnlos da. Okay. Super. Alles klar. Hm. Das trifft sich gut, dass ich mir auch wieder am Waffenhändler die Frage, so kommen wir dann günstigst denn hin? Wir könnten mit dem Bus nach da unten fahren. Und dann von da unten nach oben. Oder können wir auch direkt dahin fahren? Das würde heißen. Ja, sollte auch gehen. Geht zum Busplatz. Naja, sieht man ja auch nur, wenn man so sieht, haben wir die Kirche ja gesehen. Einmal rückwärts schieben den Freund hier. Hier gibt es auch ein Köfferchen. Das tun wir vielleicht immer später. Na, das trifft sich doch gut. Dann fahren wir den Weg lang. Und dann können wir auch den einen Unterschlupf der Leitung befreien. Auch Ungeziefer sozusagen. Ja, läuft doch prima alles hier. Blick auf die Map. Dann biegen wir hier kurz mal ab. Hin zum Unterschlupf. Ist aber nicht eingeladen gewesen. Das ist Kacke. Er läuft ein bisschen chaotisch, wieder so ein Posten, der nie eingezeichnet war. Der war jetzt so nicht geplant. Nee, nee, nee. Mitnehmen. Mitnehmen. Das scheint doch ein vollständiger Posten zu sein. Der ist definitiv aber nicht auf der Karte. Die andere Frage ist Fahrzeug. Fläschchen, ne? Springen wir mal ein Ding, was ja auch putzig wäre, wenn man sagen könnte, hier steigt ihr nicht hoch und dann schießt im Stehen oder so. Aber nein. So. Und dann hat uns noch angezeigt, dass es hier auch noch irgendwo. Hoppala. Na gut. Vergessen wir das einmal. Wir kümmern uns um das. Den Unterschlupf. Okay. Okay, mein Freund, du warst das hier. Okay, wo der herkommt, möchte ich gar nicht wissen. Okay. Elementare Grundproblem.
Da fehlt noch einer. Der kann ja sonst wo sein. Das heißt, der ganze Ausflug in die Kacke war umsonst. Weil den finden tun wir wahrscheinlich nicht. Okay, haben wir noch einen Weg hier lang runter. Den können wir auch noch mal schauen. Ne, der ist nicht da. Das ist schlecht, weil solange wir nicht alle Leute erwischt haben, die jetzt den Unterschlupf bewacht haben, gehört uns nicht. Ja. Und bei dem Fahrskill wird das auch nichts hier. Okay. Wollen wir nur hoffen, dass der nicht schon wieder aufgewacht ist da drüben? Okay. Ja, würde ich sagen, hier lang weiter. Gar nicht so einfach, sich hier manchmal zu orientieren. Sind wir noch auf dem richtigen Fleck? Weil das gefällt mir gerade nicht, wo wir lang fahren. Einmal das Post Office durch. Da wollen wir aber nicht durch, ehrlich gesagt. Blick auf die Karte werfen, aber müssen wir wohl. Die Frage ist, wir haben einen Posten. Läuft ja wieder mal super optimal, leider. Und wie hat's die Folge in sich? Ja, damals haben wir die Hütte abgedeckt. Auch erledigt. Okay. Ah ja. Da haben wir den Wachposten Nummer 39 jetzt erkundet sozusagen. Medizin brauchen wir nicht. Laden wir erstmal durch nochmal haben. So, wo geht's denn weiter? Ja, da lang rum, und da sollten wir vielleicht mal auf den. Ja, das finde ich ja cool, dass er mir das richtige Fahrzeug gebracht hat, auf das ich sowieso gewartet habe. Damit sollte dann das Post Office dann auch kein Problem sein, dafür Ordnung zu schaffen. Ist mal ganz nett, wenn die einen das richtige Fahrzeug zum richtigen Moment vorbeibringen. Oh. Bringen wir es mal in Position. Und dann legen wir die ganze Hütte mal in Schutt und Asche. So. So, hier sollte man ganz schnell einsteigen.
So, da hinten auch was vorne sorgen wir. So, da sind nochmal ein Sperrfeuer reinnehmen hier. So, damit sind wir nämlich auch. Eine wollte ich raus hier. Oh, da wird es bitte heiß. Das Auto ein bisschen richten. Und dann fahren wir noch kurz zur Seite und dann ist die Folge auch schon wieder rum. Denn das war es dann auch schon wieder mit unserem lustigen Let's Play Far Cry 2. Ihr kennt das Spielchen ja. Abonnieren nicht vergessen. Mich würde es sehr freuen, wenn ich euch hier öfter sehen kann. Auch nicht vergessen, einen netten Kommentar da zu lassen, was ihr cool fandet in dieser Folge oder welche Art von Mission ich als nächstes tun soll. Und Daumen nach oben. Daumen nach oben ist super, weil das hilft mir persönlich sehr schnell viel weiter. Aber das soll es jetzt auch gewesen sein. Wir parken hier am Straßenrand und ich freue mich, dass ihr da wart und sage Servus und Ade.